Nachdem wir in Go die Präsentation des neuen Škoda Superb gezeigt haben, prasselten die Zuseheranfragen nur so auf uns ein. Wann kommt er, was wird er kosten und welche Motorisierungen gibt es? All diese Fragen hätte ich euch gerne beantwortet, doch es war mir unmöglich, denn ich bin mit dem Auto keinen Meter gefahren. Doch jetzt ist es anders, das Auto ist da und ich werde versuchen, euch alle Fragen zu beantworten. Gleich vorweg, bestellbar ist der Škoda Superb als Diesel oder Benziner ab sofort. Die offizielle Markteinführung in Österreich ist für den 24. Mai geplant. Dabei hat man seitens Škoda darauf geachtet, dass die gefragtesten Motoren und Ausstattungsvarianten sofort verfügbar sind. Und genau so eine Version habe ich für eine erste Ausfahrt ausgefasst. Der Superb-Kombi, mit dem ich unterwegs bin, das ist der, den man in Österreich wahrscheinlich am meisten kaufen wird, nämlich ein 2 Liter Diesel, frontgetrieben mit einem DSG. Aber es gibt natürlich auch andere Motorisierungen, die gehen dann rauf bis zu einem 2 Liter Benziner mit 265 PS, Allrad und natürlich da auch ein DSG-Getriebe verbaut. Und ein bisschen später im Jahr kommt dann auch noch ein Plug-in-Hybrid, und zwar der Plug-in der zweiten Generation. Unabhängig vom Antrieb hat Škoda viel Aufwand betrieben, das Interieur noch hochwertiger auszuarbeiten. Das ist den Tschechen ausgezeichnet gelungen. Das Highlight ist dabei definitiv der Smart Dial Cluster. Die drei Druck- und Drehregler sind mehrfach belegt und ermöglichen eine besonders intuitive Bedienung. Unter anderem werden neben den Funktionen der Klimaanlage auch die Fahrmodi über die Smart Dials ausgewählt. Der Škoda Superb ist schon von jeher ein komfortables Auto, das man dann halt zum Beispiel in der letzten Generation mit dem Komfortmodus noch komfortabler machen hat können. Das gibt es jetzt bei der neuen Generation natürlich auch, aber hier ist der Effekt noch ein wenig verstärkter, und zwar durch das neue DCC, das verbaut worden ist, und die Ergo Plus Sitze. Und das ist etwas, das es in dieser Preisklasse sonst nirgendwo gibt. Als Basispreis gibt Škoda 47.990 Euro für den 150 PS Benziner an. Der gleichstarke 2 Liter Diesel kommt auf 52.560 Euro. Dafür bekommt man in jedem Fall einen 4,9 Meter langen Kombi mit bis zu 1.920 Liter Stauraum. Dass sich hier auch zahlreiche Simply Clever Lösungen verstecken, war absehbar. Im Škoda Superb Kombi stecken 28 Simply Clever Lösungen. Da verliert man relativ leicht den Überblick, das weiß auch Škoda. Und genau deswegen gibt es hier zum Beispiel einen QR-Code. Wenn man den mit dem Smartphone filmt, dann kommt ein Erklärvideo. Und das erklärt dir mehr, als du selbst überhaupt herausfinden kannst. Und es erspart dir vor allem das Ausprobieren komplett. Durch das wirklich gelungene Design sowie schlauen Detaillösungen differenziert sich der Škoda Superb Kombi stark vom Konzernbruder, mit dem er sich die Plattform teilt. Denn der ein oder andere Auskenner wird natürlich schon wissen, dass der Superb technisch ein Zwilling vom VW Passat ist. Ist auch klar, die Autos wurden gemeinsam entwickelt. Der größte Unterschied allerdings ist, vom Passat gibt es ja nur den Variant, aber vom Superb kommt auch eine Limousine. Die Limousine wird in Österreich jedoch nur eine Nebenrolle spielen, denn Škoda geht davon aus, dass 91% der in Österreich verkauften Superb als Kombi ausgeliefert werden. Doch so oder so, der neue Superb ist höchstwahrscheinlich wieder ein programmierter Verkaufsschlager. Der Škoda Superb Kombi wird mit einer Mischung aus Technik, Cleverness, Preisgestaltung, aber auch Design, so wie sein Vorgänger auch, das österreichische Straßenbild positiv beeinflussen.